Hallo meine Lieben, ich habe wieder mal Post bekommen heute. Ja, und ich bin gespannt. Mal schauen, es ist von Deutschland. Und ja, ich mache es mal auf. Ich nehme aber zuerst noch einen Schluck Cool Espresso. So. Also jetzt bin ich gespannt. Hier schauen. Was ist hier drin? Es kommt jetzt langsam raus. Ey. So. Also. Was ist das hier? Schnell meine Brille anziehen. Also, es ist das Traum deines Herzens von Rikard Peter. Traum deines Herzens, ja. Genau. Von der Autorin Rikard Peter in der deutschen Stadt Bernburg geboren wurde, beschaffen mit einem träumerischen, rebellischen, unabhängigen Geist erforscht sie ihre eigene Wahrheit und lebt das Leben nach ihren Vorstellungen. Ja, und ich glaube, das sind alles so. Ich möchte natürlich nicht nur Menschen. Ob ich nicht doch das anziehe. Natürlich nicht erwähnen. So, also, Moment, schnell. Also, liebe Leser, in einem Buch las ich einmal einen Schriftsteller liegen, einige seiner Werke besonders am Herzen, mit denen er sich zutiefst verbunden fühlt. Gedanken bahnen sich ihren Weg aus seinem Inneren, sind ihm entsprungen und verwandelten sich in die Sprache von zauberhaften Worten, um seine Leser fortan zu begleiten. Sie wurden zu Worten, die verzaubern und in eine andere Welt entführen und waren von jeher für den Leser bestimmt. Ja, der Autor war nur die Quelle und der Ursprung. In meinem Fall handelt es sich um dieses Buch. Und nun, wo ich es beendet habe, begleitet mich das Gefühl, etwas Besonderes hineingelegt zu haben und noch. Und noch bin ich mir nicht sicher, ob ich es nicht lieber behalten würde, weiß ich schon jetzt, dass ich es vermissen werde und es mir fehlen wird. Es hüllte sich in die Schönheit und in das Geheimnis der Sprache, um sich auf diesen Seiten zu verewigen. Und hinterließ mir nur die Leere, das Gefühl, etwas in Worte gefasst zu haben, das ich lieb für mich behalten hätte. Und so bleibt mir die Hoffnung, es möge dem Leser offenbaren, was ihm zu enthüllen vermag, ihm das Licht bringen, nachdem er so verzweifelt sucht, und ihm zu Glück verhelfen. Ui.
nie mehr von seiner Seite weichen, ihn liebevoll umarmen und begleiten durch die Stürme, die Unwetter und die Gefahren seines Lebens, reich an Abenteuer, an Verrücktheiten und an Sehnsüchten, möge er ein Leben leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Es soll ihm helfen, sein Glück zu finden und seinen Stern zu treffen, eine Liebe, die er nie vergisst, die Zeiten überdauert und Grenzen niederreißt und gefüllt mit Leidenschaft und Glück hoffentlich nie endet. Ja, und das ist von Ricarda Peter, eine Liebeserklärung. Ja, schau ich nochmal. Ob es nicht auch noch Gedichte sind? Ich glaube nicht. Jemand, ich erinnere mich an eine Zeit, also es ist kein Inhaltsverzeichnis, kein Inhaltskodex. Wann hast du aufgehört zu träumen, als würdest du ewig leben? Aufgehört zu brennen, um das Feuer in dem anderen zu entfachen? Aufgehört, deinen Weg zu gehen und die Leute reden zu lassen? Aufgehört, verrückt zu sein, um ein Genie sein zu können? Aufgehört, hinzufallen, um aufzustehen, um aufstehen zu üben? Aufgehört, zu suchen, um zu finden? Aufgehört, zu leben, als würdest du morgen sterben? Genau. Aufgehört, frei zu sein, um jederzeit neu zu beginnen. Aufgehört, zu lieben, leidenschaftlich und gefährlich wie ein Blitz. Aufgehört, glücklich zu sein und mir zu folgen. Sterben kann jeder, im Leben liegt die Kunst. Sehr schön, der Weg ins Paradies. Ja, also es ist ein wunderschönes Büchlein und ich kann es, Moment, Ricarda Peter. Ich weiß gar nicht, wie das Büchlein jetzt zu mir gefunden hat, aber auf jeden Fall, ich danke Ricarda Peter oder ja, Dominik. Nachname sage ich jetzt nicht. Ich nehme an, das ist vom Verlag. Ich schaue nochmal, welchen Verlag es ist. Ich muss... Ja, es ist ein bisschen eingeknickt hier leider. Ja, sieht man es. Also und Seiten. Es war einmal ein Traum. Ist auch noch eins von ihr, von der Ricarda Peter, die Kunst zu leben. Steht darin, mir zu folgen. So. Der Weg zum Glück führt auf der Straße des Lebens gesäumt, mit Träumen der Liebe entgegen. Fang wieder an zu träumen. Ich träume immer. Als würdest du ewig leben, deinen Weg zu gehen, im Regen zu tanzen, die Leute reden zu lassen, das Feuer zu entfachen. Verrückt zu sein, um ein Genie sein zu können. Hinzufallen, um aufzustehen. Zu suchen, um zu finden, zu leben. Als würdest du morgen sterben, frei zu sein, jederzeit neu zu beginnen können, zu können. Zu lieben, wie ein Blitz, leidenschaftlich und gefährlich glücklich zu sein, um ihr zu folgen. Im Moment, das habe ich ja vor. Habe ich hier vorne schon gelesen, aber spielt keine Rolle. Also das Büchlein hat insgesamt, mit diesem, was ich jetzt gelesen habe, 129. Verlag ist kein angegeben. Also, ich danke jedenfalls Ricarda Peter für das Traum deines Herzens. 129 Seiten und ja, ich werde dann nochmal darüber berichten. Vielen herzlichen Dank an den Dominik. Ich weiß nicht, von wem es kam, wirklich nicht. Ja, Dominik ist Absender. Und Nachname sage ich jetzt nicht, weil ich weiß auch nicht. Patrick. Also, dann bis zum nächsten Video. Bussi Baba, ciao, mir gefällt's. Danke an den Verlag oder auch an die Autorin, jedenfalls. Vielen, vielen Dank. Ja, danke und habt einen schönen Sommersonnenwendetag. Es ist sehr schön, da kommt nochmal der Storch. Und ja, seht ihr ihn? Ist der wunderschön. So, also.
Ich genieße die Sonne jetzt auch nochmal und oh, es ist zu heiß geworden. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck. Und wünsche euch wirklich ein wunderschönes Sommersonnenwende. Heute ist zum Sommeranfang und ja, genießt die Zeit. Und bis zum nächsten Video. Bussi, Baba, ciao. Ciao, ciao.